das eigentlich? Ein ausgeglichenes Spiel mit wenig Torschancen, mit dem Unterschied, dass der Lars das Tor gemacht hat. Ein herrliches Tor noch dazu und ihr seid dem dann eigentlich lange Zeit hinterhergelaufen, aber eine Chance hat es keine gegeben, warum nicht? Ja, das Tor war sehr schön, ja, das muss man anerkennen, ganz klar. Da sind wir dem Rückstand hinterhergelaufen. Lask steht natürlich mit den 5 hinten sehr, sehr kompakt und da ist es nicht leicht durchzukommen. Dementsprechend sind wir auch heute nicht so vor das Tor gekommen. Wir haben trotzdem 2, 3 sehr gute Chancen gehabt, auch vom 1-0, wo vom Lukas Venuto ein Schuss geblockt wird. Das hätte auch in eine andere Richtung kippen können. Es waren ein wenig Torschancen, speziell auch zweite Halbzeit. Ja, wie gesagt, der Unterschied war, Lask hat das Tor gemacht und wir nicht. Ja, also natürlich, wenn du spielst gegen Lask, du weißt, was es geht um. Es geht um Zweikämpfe, sie sind aggressiv, du musst intelligent spielen. Und erste Halbzeit haben wir überhaupt nicht ins Spiel bekommen, weil wir jeden zweiten Ball verloren haben. Sie waren mehr aggressiv, sie haben jeden Zweikampf gewonnen. Und wenn es ist so ein Spiel, dann du findest es richtig schwer, dass du überhaupt ins Spiel kommst, dass du Aktionen nach vorne haben. Ich glaube, in der ersten Halbzeit, wenn wir ein paar Mal Zweikämpfe gewonnen oder aggressiv waren, haben wir dann Möglichkeiten nach vorne zu spielen. Und dann haben wir vielleicht schlecht zum Ende gespielt. Heute ist natürlich, überwiegt natürlich die Enttäuschung wegen der Niederlage, aber Fencimi freut sich, dass er zurück ist. In der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen mehr in den Griff bekommen, glaube ich. Wir haben ein bisschen mehr Zweikämpfe gewonnen. Im Mittelfeld haben wir ein bisschen mehr Kontrolle, aber zum Schluss war es zu wenig nach vorne. Wir haben keine richtigen Torschancen gehabt, auch wenn ein paar Mal gut rausgespielt und in die letzte Saison. Und dann letzte 5 Minuten haben wir komplett die Ruhe verloren. Und das darf nicht passieren. Aber ja, zum Schluss müssen wir von diesem Spiel lernen, also analysieren, lernen und dann weitergehen am Mittwoch. Natürlich haben wir dann aufgemacht, wollten einen Ausgleich und haben dann einen Verteidiger nach vorne geholt. Dann haben wir das 2-0 kassiert, aber da müssen wir, ich weiß nicht, da ist nur eine Minute zum Spielen gegangen, da müssen wir uns mal hinten aufstellen, weil in einer Minute schießt dann keine 3 Tore mehr. Und ja, wie gesagt, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, das 3-0 ist natürlich eindeutig zu hoch. Aber ja, wie gesagt, der Lask hat das schnellste Tor geschossen, von dem her dürfen wir uns nicht aufregen. Ich weiß, was meine Stärken sind, wie ich kann die Mannschaft helfen und was ich von der ersten Halbzeit, was ich muss machen. Nochmal, ich glaube, wir haben ein bisschen mehr also Kontrolle in die Mitte gehabt. Wir waren besser mit den zweiten Bällen. Wir haben schon ein bisschen mehr Griff im Spiel, aber nochmal zum Schluss war es zu wenig. Und ja, also mit so einer Leistung kannst du niemals 3 Punkte holen, nicht gegen so eine starke Lastmannschaft.